Ja, gute Wünsche oder gute Vorsätze fürs neue Jahr. Manch einer hatte gar keine Zeit, großartig darüber nachzudenken, weil gleich nach den Feiertagen die Arbeit wieder gerufen hat. Aber das können irgendwie nicht so viele Menschen gewesen sein, egal wo man heute angerufen hat, Notbesetzung oder Betriebsferien. Wir haben festgestellt, wer kann, beginnt das neue Jahr mit Urlaub, aber wer nicht kann, macht das Beste draus. Der erste Arbeitstag des Jahres, eigentlich viel zu schön, um im Büro zu sitzen. Angeln oder arbeiten, nicht jeder hat die Entscheidungsfreiheit. Mittwoch ist Markttag vor Münsters Dom. Ab 5 Uhr bei minus 5 Grad sind die Marktbeschicker da. Ja, also ich habe früh im Aufstehen keine Probleme. Ich stehe gerne auf. Und genau wenn ich weiß, das Wetter wird schön, da ist überhaupt kein Thema. Also ich habe immer das Gefühl, dass gerade nach den Feiertagen die Leute gerne rausgehen und auch gerne mal hier auf den Markt gehen. Viele haben noch frei. Und die Leute kaufen gerne Kartoffeln, holen gerne Grünkohl jetzt. Eigentlich ist heute ein guter Tag. Trotzdem sind heute viele zu Hause geblieben. Heute ist weniger, deutlich weniger. Sind ja nur die Hälfte Stände da und auch nur die Anzahl an Leuten die Hälfte. Die Saubermänner sind immer noch dabei, Silvester zu verarbeiten. Der Domplatz war mit 30 Verletzten Hauptschauplatz der Feierlichkeiten. Scherben, Flachmänner, Flaschen, Böllerreste. Ein Brunnen musste als Mülleimer herhalten. Weihnachten ist jetzt vorbei. Susanne Essing macht klar Schiff in der öffentlichen Toilette unter dem Domplatz. Sie hat sich auf den ersten Arbeitstag des Jahres richtig gefreut. Ja, klar doch. Ich bin schon so viele, seit anderthalb Jahren hier. Ich bin eigentlich immer gerne hingekommen. Also die Marktleute freuen sich, dass jemand da ist und darauf aufpasst, dass es etwas ordentlicher ist. Dass es hier so ordentlich ist, liegt auch daran, dass die Toilette in der Silvesternacht zum Schutz vor Vandalismus geschlossen war. Das war hier nicht möglich. Heute können sich Pfleger und Ärzte in der Notaufnahme von Münsters Raphaelsklinik geradezu erholen. In der Silvesternacht hatten sie hier keine freie Minute. Wir hatten sehr viele Notfälle in der Silvesternacht. Vornehmlich waren das betrunkene Jugendliche, also sehr viele alkoholisierte Patienten. Und dieser ganze Flur hier war praktisch gestapelt. Also wir hatten ein Bett neben dem anderen stehen, um überhaupt irgendwie das Ganze kanalisieren zu können. Das Verbrechen macht zum Jahreswechsel noch Pause. Im Polizeipräsidium kann das neue Jahr deshalb mit halber Mannschaftsstärke begonnen werden. Zeit für lästigen Papierkram. Mir schmeckt die Arbeit. Es gibt ja auch was zu tun. Nur heute ist ein bisschen ruhig. Die einen erlebten heute die Ruhe an ihren Arbeitsplätzen, andere suchten sie in dem kalten Wintertag und wurden fündig.